Führers Geburtstag. Offizielle Feiern zu Ehren von Hitlers Geburtstag finden im ganzen Reich statt. Amnestie für NS-Täter. Hitler und Reichen eingesetzt, dass er NS-Verbrechen Amnestie gewährt. Völkerbund richtet Appell an Italien. Der Völkerbund bedauert, dass das Gut der Verbindungsrecht in Abessinien und Italien erfolgreich geblieben. Während des Treffen schaut Richard Feigenbaum nur schweigend auf den Boden. Schließlich frage ich ihn, was los ist. Meine Frau und ich haben gut. Das klingt alles sehr bestürzt. Allerdings wird das entscheiden, dass wir jetzt in der NSDAP eingetreten. Sie ist jetzt offizielles Parteimitglied. Ich kann es noch immer nicht fassen. Nur weil es Deutschland jetzt besser geht, hat sie beschlossen, die Gräueltaten der Vergangenheit zu vergessen und Nazi zu werden. Ich lasse mich scheiden. Sofort. Es tut mir leid. Es tut uns leid, Richard. Uiuiui. Wieso der jetzt verhaftet ist? Krass. Jungen von Hitlerjungen abbringen. Aha. Hermann und Klaus, die Söhne meiner Nachbarn wollen sich der Hitlerjungen anschließen. Okay. Würde ich ja gerne machen, was so mit Moral. Sprengkraft stehlen, nämlich mehr Konrad Meyer weiß, in welchen Steinbrüchen Sprengstoffe gelagert werden. Aber nicht Sprengkraft stehlen. Das würde immer in Moral geben. So, 3 und 2. Sind auch 3, 2, das sind 3, 3. Vielleicht den nochmal rausnehmen und den hier. Das wäre sogar besser. Fördert. Wir probieren das mal. Weil wir müssen auch was für die Moral tun. Den muss man ja nicht gehört nach Qualität loggen, indem wir sie ablenken können, wenn so gucken, wie wir es was zu machen. Ja. Das geht nur gerade nicht, ne? Sozialdemokrat. Das wäre ja eigentlich ganz gut, wenn wir da wieder irgendeine Gewerkschaft oder so hätten. Mal schauen. Ja, genau. Gut, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Wenn, dann kommt das gleich unser Spiel vorbei, glaube ich. Gerade als ich nach Hause komme, treffe ich eine meiner Nachbarinnen, Hildegard Pitz, die strahlend unser Gebäude verlässt. Hallo Patrick, sagt sie mit strahlender Stimme. Sie sind ja in guter Stimmung. Ja, das bin ich, sagt sie. Ich gehe feiern, ich habe eine neue Stelle und werde doppelt so viel verdienen wie bei meiner alten. Was heißt, wenn eine neue Stelle aufsteht? Die NSZP steht uns der Flucht der Zeit. Sie geben nicht nur unserem Land eine neue Richtungsaktion damit auf die Nachbarschaft. Sie haben auch mir zur neuen Stelle verholfen. Wo sind Sie dabei beigetreten? Naja, wir alle anderen auch. Ich denke, die allermeisten unterstützen unseren Führer. Das ist Ihnen nur ein bisschen peinlich. Das wird sich bald ändern. Ihre naive Begeisterung wirkt fast sympathisch. Nur reden wir Leute über Hitler. Sie gehen davon aus, dass ich auf Ihrer Seite bin. Ich würde es jetzt nicht gehen lassen. Ich weiß ja, wo ich wohne. Was für eine Stelle hat man für die organisiert? Ich werde als Aufseherin arbeiten, in einem Speziallager außerhalb der Stadt. Überschwindlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gestockter Atem, aber ich beherrsche mich. Keine Sorge, Sie haben mir versprochen, dass es nicht gefährlich sein wird. Und sowieso jemand muss es ja tun, um die Bezahlung als Grenze zu ziehen. Aha, wie finden Sie das? Irgendwie schaffe ich es, die Beherrschung nicht zu verlieren. Fitz zuckt die Achseln. Naja, ich gebe zu, es ist ziemlich einschüchternd. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber die haben gesagt, dass diese Arbeit nur besonders treuen Parteimitglieder vergeben wird. Das lächelt wieder. Frau Pitz, bitte sein Sie. Natürlich, machen Sie sich keine Sorgen. Hildegard Pitz entfernt sich. Ich höre noch, wie sie ein kleines Lied versichert. Er pfeift. Die naive, immer freundliche Frau Pitz, die Kekse für die Kinder im Haus backt, wird auch sehr in meinen Konzerten plagen. Das Böse um uns verbreitet sich und lächelt dabei. Herr Schulte ist starb in Haft. Was? Du Scheiße.
Dann schleicht sich Isis auch in einen Steinbruch in Bümmlingen. Isis auch gerade in Panik. Durchziehen. Die Panikattacke ist vorüber. Sie ist erfolgreich und schafft es, den Sprengstoff, den man gut verwenden kann, aus dem Steinbruch zu stehen. Isis auch wurde verwundet. Uiuiui. Patrick benennt Staatsfeinde. Die Staatsfeinde sind nicht nur Kommunisten, Juden und Freimaurer, sondern auch Gegenvertreter, die sich politisch äußern. Ihr ist brauchbar, erhält ab sofort ein kostenloses Exemplar von Mein Kampf. Jede Braut und jeder Bräutigam erhält ein kostenloses Exemplar von Niklas Buch. Ja, hat sich nicht so gut verkauft, der Schinken. 1. Mai feiern unter dem Motto Freude am Leben. Mittags findet in Berliner Lustgarten ein Staatsakt statt. Alle schweigen, Richard Feigenbaum hat Tränen in den Augen. Was ist passiert? Ist etwas passiert, frage ich. Erich ist im Gefängnis gestorben, wir haben es alle gerade erfahren. Das ist schrecklich. Ja, aber wir wissen jetzt, wie er gestorben ist. Ein Ferngenoss hat uns erklärt, dass wir ihn langsam zu Tode gefoltert haben, sagt Richard mit zischender Stimme. Das kann nicht so weitergehen. Das muss endlich aufhören, sage ich jetzt. Minus 2 Moral? Wow. So, der Kurt hat ein Level Up. Dann machen wir ja mal ein bisschen das hier. Kann man denn das irgendwas hochwerfen irgendwo? Hä? Sprengstoffe. Achso. Da müssen wir jetzt quasi erstmal. Geschäftsführer. Bestätigen. Ah! So. Und nun? Mein Gott, ey, hier gibt's nichts, was die Moral steigert, wie überrascht hat. Beweise verschwinden lassen. Unter Unterstützung Pollock kann jemanden bei den Behörden, der uns vielleicht helfen kann, uns zu erwischen. Ein gutes Problem, das es Moral gibt. Eieiei. Das sind wir gerade nicht geeignet dafür. Vielleicht auf jeden Fall auch mal wieder ein neues Mitglied. Stimmt's für nicht? Warum nicht? Wenn wir das tun. Tanzen gehen. Oh, damit, oh ja, damit kann man die Moral wieder ein bisschen. Machen wir das so. So. 300 Schnitzer verloren, du kannst den Markt bekommen. Wir fahren in den Osten Berlins und besuchen einen Nachtclub, der das des Verbots von rhythmischer Musik noch immer das spielen, was die Nazis Negermusik nennen. Tanzen. Wir haben die ganze Nacht durchgetanzt, völlig fest vergessen, aber 100 Fall, wir gehen ins Zimmer, die Sonne steht schon im Mord, das wird gut. Wir müssen das retten. Die Musik gehört allen und wir müssen sie retten in die Szene. Was? Nur 10? Italienische Truppen besetzen Addis Abeba. Die sicheren italienischen Truppen ziehen erst in die abessinische Hauptstadt Addis Abeba ein. Mussolini sagt, der Krieg sei zu Ende. Luftschiff Hindenburg fliegt nach New York. Die deutsche Luftschiff Hindenburg startet zu seinem ersten Nordamerika-Flug nach New York. Goebbels, ich entscheide, was veröffentlicht wird und was nicht. In einem Brief an die Landesaktion behält sich das Recht vor, selbst über Verbote der Veröffentlichung von ihm ausländischen Zeitungen und Zeitschriften zu entscheiden. Ja, zu dem italienischen Feldzug sollte man vielleicht sagen, dass Italien eigentlich gar nicht von Anfang an auf Deutschlands Seite stand. Ganz im Gegenteil.
Hitler hat, oder Nazi-Deutschland hat auch 1934 noch versucht, Österreich zu annektieren oder halt da zu putschen. Und die standen aber eigentlich unter dem Einfluss von, oder ich sag mal, in regen Kontakt mit Italien. Und deswegen hat Mussolini damals auch dann ja, Einheiten auf den Brenner geschickt, um halt deutsche Einflussnahme in Österreich quasi zu verhindern. Man wollte gar nicht unbedingt mit Hitler paktiert damals, zumindest zu Beginn. Speziell Mussolini hat ja Hitler auch mehr oder weniger als ein bisschen unfähigen kleinen Führer so eingeschätzt und sich selber so ein bisschen als großen Meister betrachtet. Außerdem darf man nicht vergessen, Italien war ja so zum Ende des Ersten Weltkriegs ebenfalls auf Seite der alliierten Mächte und man hat natürlich auch ein bisschen versucht, da noch ein bisschen Profit rauszuschlagen, weil man ja auf der Siegerseite stand. Was natürlich auch die Distanz zu Deutschland erstmal noch ein bisschen größer gehalten hat. Dass Italien sich dann abgewendet hat, kommt erst noch. Kurz vor unserem Treffen nimmt mich Kurt Heller zur Seite. Ich habe gestern gesehen, wie Richard Feigenbaum aus einer Polizeiwache kam. Hast du ihn gefragt, was er dort wollte? Nein, ich wollte erst mit dir darüber sprechen. Ich habe ihm noch nie getraut und jetzt ist klar. Er ist im Trailer und ein Spitzel, sagt Kurt. Verstehe, sage ich. Ja, super. Muss sagen, wir sprechen mit ihm. Ich frage Richard, möchtest du mir vielleicht übertragen? Es sieht überrascht aus und sagt, ja, aber keine Ahnung, wovon die Rede ist. Ich muss meine Entscheidung treffen, an welche. Das ist wieder nur so ein Entweder-Oder. Beide. Ich meine, wer sagt mir denn, dass der Glück nicht der Schlüssel wird? Und dann Richard einfach nur anschwatzt. Wieso denn, Mann? Ich danke dir für deinen Hinweis, Kurt, aber wir dürfen nichts überschätzen. Wir sollten Richard Feigenbaum genau beobachten. Dein geringster Verdacht liegt daraus, Bagger. Das ist deine Entscheidung, Herr Kurt Heller. Die Moral von beiden. Aber Hauptsache, ich habe ja noch zwei Leute hier. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Moral. Die Bombe. Und wie kriegen wir denn die Bombe da jetzt gebaut? Mal schauen, dass wir das mal machen. So, mit dem Kohle war vielleicht los. Ja. Können wir den Richard da mal hinschicken, ne? So, und jetzt hätten wir noch den Kurt. Ganz rechts am Wald. Strand treffen. Ja, dann vielleicht. Die Unterstützerin Anna Koppe erzählt, dass sie einen Regierungsangestellten mit guten Beziehungen in Mitte kennt, der uns unterstützen kann. Ja, dafür ist er doch ganz gut geeignet. Ist sauer, hat sich von den Wunden erholt. Ja, wunderbar, immerhin. Okay, das hat funktioniert. Wir können da jetzt auch wieder einen ausbringen. Oh, wenn wir da jetzt noch einen Kommunismus reinholen, dann haben wir gleich die Party am Laufen. Okay, nehmen wir mit rein. Kurt Heller trifft in der Mitte einen Regierungsangestellten in Beziehungen, der möglicherweise bereit ist, uns zu helfen. Der Angestellte ist mit Handlungsweisen des Regimes unzufrieden und sagt,
seine Meinung nicht alleine stimmt. Stimmen? Halt nur die Hälfte der Kohle. Gewaltenteilung ist vorbei. Ups, der Juristkanz Frank erklärt, im Dritten Reich gibt es keine Gewaltenteilung. Der einzige Macht im Staat ist die des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler. Neue Premierminister in Spanien. Santiago Casares Quiroga, der ehemalige spanische Innenminister und spanische Premierminister. Ja, zuerst kommunistisch und das liegt in Afrika. Auch interessant, weil Spanien wurde damals auch dann mit der Regierung Ponte unterstützt. Das war ja dieser spanische Bürgerkrieg. Oder war das 36? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo hat Hitler dann mal seine Luftwaffe quasi dort getestet. Deutsche Lokomotive am schnellsten. Die stromlinienförmige Dampflok 0502 der Firma Borsig in Berlin stellt mit 200 km/h auf der Strecke Berlin-Hamburg einen Hinterdrehkurve auf. Ja, das ist für die damalige Zeit nicht schlecht, glaube ich. Das Georg Pflug scheint bei unserem heutigen Treffen sehr aufgeregt zu sein. Ich kann mich kaum passen. Ich glaube, ich habe eine großartige Chance, um eine Sache vor uns bereit. Was für eine Chance. Er beugt sich vor und grinst. Ich war heute in einem Café und wurde von einem Journalisten aus New York angesprochen. Zum Glück kann ich ein bisschen Englisch. Er soll über die Olympischen Spiele berichten, interessiert sich dabei aber mehr für die Wahrheit über Deutschland. Er will sich mit mir treffen, um darüber zu reden. Wir können ihm alles erzählen, was die Nazis verschweigen wollen. Warte, Richard Feigenbaum gibt die Hände hoch. Ja, die Wahrheit zu verbreiten ist nicht unser Ziel, aber das könnte gefährlich werden. Auf genau sowas wartet die Gestapo. Aber bitte, lass mir das machen, sagte Georg. Ja, wer beruhigt. Wir können diese Chance verpassen, sagte ich. Aber Richard hat recht, das ist gefährlich. Wir müssen vorsichtig sein. Rutschbieger hat mit dem Ausbildungsprogramm Informationen übergeben. Wir hätten das über die Informationen. Was brauchen wir denn gleich hier noch? Oh, einen Gebildeten, der gerne mal noch gleich gehört hat. Also zum Beispiel die ESA. Oder? Meine Name. Der Richard da hinschickt, dann ist ja Party, aber. Mal schauen, ob ich die beiden da hinschicke. Den wir auch unter Beobachtung, ne? Ja, da gehen wir so. Oder nehme ich da das noch? Dann mache ich das noch. So, wen haben wir denn noch dabei? Den Schrein bekommen. Schauen wir mal. Der Georg. Der gute Georg. Schicke ich die beiden noch beim Freund treffen. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Cortella möchte den Brief mit Informationen heimlich an den ausländischen Journalisten weitergeben. Dafür steht auch das Geld. Dem Kurt Heller arbeitet das erfolgreich und gibt den Brief mit dem Kaffee-Rechnung an den Journalisten. Okay. Scheint wohl funktioniert zu haben. Jörg Pfiff trifft sich mit einem Freund. Okay, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ja, hat ein bisschen Moral gebracht. Neue deutsche Bombe auf Flugstoff vorgestellt. Neue Junker JU 86 Kraft ist das Problem auf eine Inhaltsung im Flugstoff in Stockholm zu beantworten. Italien, alle Männer zur Miliz. Die Zukunft müssen sich alle Männer im Alter zwischen 21 und 55 Jahren, die in der Lage sind, Waffen zu tragen, die italienischen Miliz anschließen. Das ist ja krass.
21,55, das ist ja fast schon der totale Krieg. Offizielle Warnung an alle Autofahrer. Aufgrund der Zunahme von Unfällen bittet das Justizministerium Autofahrer vorsichtig zu fahren, wenn sie Alkohol betrinken. Okay, das Problem gab es auch damals schon. Ich erwarte noch das letzte Gruppenmitglied, um anzufangen. Warten wir auf welcher Feigenbaum? Er wird nicht kommen, sagt Brille. Wieso? Brille ist Augenblitz und verrückt. Ich habe es dir schon verbrochen, ich hätte es ein verdammtes Spitzel, deshalb kommt er nicht. Aber du wolltest ihn aus keinen Fall aus der Gruppe rausmachen, das steckt halt gerade im Dreck. Der wird bei der Gesamt alles ausspucken. Wir wissen es ja nicht. Ah, die erste hat ein Level Up. Kommt hier, Muggelbude. Ja, aber scheinbar brauchen wir das wirklich ein neues Mitglied. Schauen wir mal. Ja, okay, dann müssen wir das immer probieren. Was haben wir denn an Kohle noch? 88 Mark. Was bringen uns die Informationen über die Fabrik? Aus Kastelligmann kennt jemand, der in einer staatlichen Fabrik arbeitet und möglicherweise Insider-Informationen auskauft. Ja, aber die Informationen? Das ist halt auch gefährlich. Kann ich die umtauchen lassen vielleicht? Vielleicht die bessere Geschichte gerade. Da klingelt die Kasse. Okay, wir hätten wieder die Möglichkeit, jemanden da mit reinzunehmen. Niemand die Angelika, weil die hat viel Empathiewert. Habe ich nämlich gar nicht so stark in der Gruppe. Wieder 13 Moralverlust. Handel und vereinigt euch. Deutsche Sozialisten, Kommunisten und Demokraten im Exil in Paris fordern die Bildung eines deutschen Volksfronts und einen Aufruf zum Handeln und Verein. Hitlerjugendaufnahmeverbot. Die Hitlerjugend unterliegt einem allgemeinen Aufnahmeverbot bis zum 20. April 1937, da ihre maximale Mitgliedszahl bereits erreicht wurde. Nicht genügend Arbeit, 1,6 Millionen Deutschland. Die möchten sie nicht. Ja, krass, wie wenig das damals eigentlich noch waren, aber das war ja gerade das riesige Schritt gemacht, das die Erfindung. Gott, Hitler kommt, werden uns treffen auf euch zu. Wir alle wissen, dass die Dinge nicht gut laufen. Wir riskieren unser Leben, aber wir gehen zu einer Frage. Ich fürchte, wir können nicht mehr so weitermachen. Ich schlecht super. Vielleicht könnten wir uns mal ablenken, etwas Schönes und zusammen ausgehen, was wir können. Einmal so etwas, so wie früher von diesen dunklen Zeiten. Doch, ja, machen wir mal ein bisschen Problem, oder? Kann ich irgendwann? Meine Ausstellung drücken. Ja. Professorin der bildenden Künstler Stefanie Zitz wird Unterstützerin und teilt uns mit, wo wir noch verbotene entartete Kunst anschauen können. Wir können jetzt eine Ausstellung drücken. Ein bisschen Moral. Hat ein bisschen was, aber passt. Wir besuchen eine der wenigen Kunstgalerien in Berlin, die der Kunst, wie die Nazis in einem ausstellt. Was für eine aufregende Kunst. Es ist aufregend, mitreisend mit ungewöhnlichen Kunstwerken zu sehen. Die Abwechslung tut der Gruppe gut und sie fühlt sich wie im Ziel nicht gut. Wir müssen uns halten. Die Kunst gehört allen und wir müssen sie retten. Das ist eine gute Musik.
gut. Immerhin. Neues Gesetz gegen den Adel der Kunst. Die Reichsregierung ersetzt das Gesetz über die Beschlagnahmung aller Kunstprodukte. Ausländisch klingende Künstlernamen sind verboten. Ab sofort ist die Verwendung eines ausländisch klingenden Künstlernamens verboten. Die Annahme eines Pseudonyms muss im Amt für Kunst und Musik werden. Aha. Fälschungssichere Bank. Separat. Mein Sohn ist fast 12 und Mitglied der Rebellion. Das bezeugt überhaupt nicht, dass er bei dieser furchtbaren Gruppe mitmacht. Schützt das mein Sohn nicht, was bei Hitler wieder ausbringt und das verdacht hat. Genau, davor habe ich Angst. Das Schlimme ist, es gefällt ihm dort, er ist unser Freund. Sie üben ununterbrochen. Zusammen an einem Marschlied für die Olympischen Spiele. Was soll ich machen? Soll ich den rausbringen? Ja, schwierig, ne? Rausziehen ist halt. Na komm, wir probieren es. Sie indoktrinieren diese Kinder, sage ich. Der Alte ist ja eine ganze Generation gefangen. Wie das Risiko einer Runde raus. Die Welt informieren. Konzentrationslager dokumentieren, okay. Viele Blätter verteilen, alle Lieferanten bedrohen. So, was ist das mit dem Bücherschmuggeln? Luise Klein hat Kontakt zu einer Widerstandsgruppe im Ausland, die uns Bücher liefern konnte, die in Deutschland verboten sind. Die Frage ist nur, was können wir mit den Büchern anfangen? Hohe Geheimhaltung, hohe. Die Angelika. Könnte man noch mitschicken. Ja, komm, warte mal. Ich frage mich, was die Unterstützer eigentlich bringen, außer halt die Kohle nach jeder Runde. So, Geschäftsmann. Der Unterstützer Volker Sauer hat einen Geschäftspartner, von dem er glaubt, dass er bereit ist, den Widerstand zu unterstützen. Ja, warum nicht? Und die Jungen von der Hitlerjugend abholen. Da habe ich nur gerade die falschen Leute gerade noch bei. Der Georg, genau, den schicken wir mal noch einen Freund treffen. So, was haben wir noch nicht? Die Esther. Die Esther ist Christlich-Liberal. Das wäre eigentlich, ich glaube, mein Pastor wahrscheinlich wäre ganz passend, ne? Habe ich den noch? Da. Ja, machen wir das. Verstecken wir. Haben wir da verloren hier. Okay, 200 Schlüssel. Das ist aber ganz schön wenig. Hier verstecken. Ei. So, brauchen wir die Bücher? Von Helle ist eine ins nahe Ausland gereist und hat die Sprüche mit dem Leichen gelöst. Berlin ist erfolgreich und kann eine illegale Schrift nach Hause ziehen. Na, immerhin. Am Zugfenster fliegt die Landschaft vorbei, Berge, Wälder, Flüsse, Städte. Seit Jahren bin ich nicht mehr im Ausland gewesen. Ach, Deutschland, das haben sie dir angegangen.
Der Zug hält an, es sieht aus, als hätten wir die Grenze erreicht. Die Tür für meinen Abteil öffnet sich. Am Mannentag gewinnt es zu den Konflikten Schlummbruch. Heidel da. Ihre Papiere bitte. Dann ist was übergeben. Man nimmt meinen Pass, rückt den sorgfältig und gibt ihn mir schließlich zurück. Wortlos bietet wieder die Tür zum Abteilzug. Der Zug fährt wieder an, hält aber einige Minuten später. Zweites Mal. Jemand klopft an der Tür. Ja, bitte. Von Schlummbruch für Votre Passport, Sibur, Plaid. Oh Gott, ich kenne kein Französisch. Ich hab nie Französisch gelernt. Zack, den komponenten Mann in schwarzer Uniform. Das ist was übergeben. Er wirft einen kurzen Blick auf die Passwörter und dann auf mich und wird dann Dokument mit einem Lächeln zurück. Merci beaucoup. Je vous dis un bon voyage. Der Zug fährt wieder los. Das war freundlich. Wir kommen am Gare du Nord in Paris an. Ich nehme mir meinen kleinen Koffer und lasse den Zug auf dem Bahnsteig mit meiner jungen Frau zu. Das ist Jahre her, aber ich kann nicht mehr sofort. Zum ersten Mal habe ich ihn in Berlin getroffen und jetzt ist sie meine Kontaktperson zum Widerstand hier in Paris. Patrick, willkommen, schön dich hier zu sehen. Wir umarmen uns. Über die Reise, fragt sie. Es ist komisch, Deutschland nach langer Zeit wieder einmal zu verlassen. Oh, das kann ich mir gut vorstellen, sagt sie. Brauchst du Hilfe mit deinem Gepäck? Das ist in Ordnung. Wir treffen unsere Freunde am 15 Uhr in einem schicken Café unweit von hier. Soll ich dir in der Zwischenzeit zeigen? Zeig mir Paris. Wir gehen einen General entlang in Richtung Spain. Der zeigt auf bedeutende Gebäude und Denkmäler und erzählt über die Geschichte der Stadt. Die Leute sitzen auf Terrassen und trinken Kaffee oder. Alles ist aufregend und bunt. Die Kleidung der Leute, die Ware in den Schaufenstern und die Werbung auf den Häusern. Na, wie findest du Paris, fragt Flo? Paris ist wunderbar. Wie ist die Lage jetzt in Deutschland, fragt Flo? Die Olympischen Spiele sollen die ausländische Presse und ausländische Regierung davon überzeugen, dass vieles Zeug in unserem Land ist. Aber hinter den Kulissen macht sich der alte Terror weiter breit. Unglaublich, die Performer entschlossen ihr geblieben seid, sagt er. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten könnte. Wie schaffst du das? Ja, wunderbar. Was ist das Schlimmste, fragt er? Den Blumen der Wahrheit. Das tut mir leid, sagt er. Vielleicht kannst du dich hier ein bisschen ablenken. Oh, wir sind angekommen. Jetzt sollen wir mit unseren anderen Sachen. Sie zeigt auf ein Café, direkt von zu Marseille. Das sieht gut aus. Ein Kellner bringt uns zu einem Tisch für vier Personen. Dann ist unten klar. Ich setze mich und genieße den Blick auf die Seine und auf die Kontrakte von Opta. Wer bestellt? Der Glock von Notre Dame läutet 3 Uhr. Denkst du, sie von der kommen noch? Ach, die Deutschen oder die Pünktlichkeit. Du bist jetzt in Paris, gewöhnlich an ein bisschen laissez-faire. Oh, sie weiß auf ein Bar, dass von uns zukommt. Wir sind sie auch schon. Wo ist Schuhe, ihr zwei? Stellt sich als Hannah und Richard vor. Beide sind deutsche Kommunisten, die 1934 von der Verfolgung der Gestapo aus Deutschland geflohen sind. Ich erzähle ihnen, wie sich die Lage seit ihrer Flucht verändert hat. Richard sieht mich an und sagt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, oder? Deshalb bin ich hier. Es ist gut, dass du gekommen bist, was du Zeit lässt, ist ernüchternd. Wir müssen davon ausgehen, dass das deutsche Volk jetzt nicht davon überzeugt werden kann, die Faschisten zu bekämpfen, sagt Richard. Erstens, was würde die Mehrheit der deutschen Mitglieder zufrieden? Wie dem auch sei, sagt Richard. Selbst wenn jeder einzelne Deutsche zu Hitler stimmen würde, ist es unsere Pflicht, im Regime zu setzen. Die Unterstützung durch große Teile der Bevölkerung ist keine Entschuldigung für Terror und Unterdrückung. Aber es ist eine Unterdrückung, wenn die Menschen sich selbst gewählt haben. Verstehe dich, es gibt keine Unterstützung für Terror. Hitler hat es geschafft, die Menschen in Deutschland von seinem Wahnsinn zu überzeugen. Wenn die Bevölkerung und die Regierung keinen Widerstand leisten kann, dann müssen wir die Menschen aufhalten. Was meinst du mit Menschen aus Deutschland? Es gibt nur ein Land mit einem Plan antifaschistische Programm und der Markt Deutschland seine Kranken zu weisen, sagte Richard. Die Menschen, denen es gelungen ist, Adel und Bourgeoisie zu besiegen. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ich spreche natürlich von der glorreichen Genossen in der Sowjetunion. Wer ist sonst böse und fähig, die Faschisten zu besiegen? Puh. Ist ja quasi dann genau das Gegenteil, weil die Sowjetunion war ja unter Stalin auch nicht besser. Sprichst du über Krieg? Über Hitler sprechen heißt es über Krieg sprechen. Wir alle hier wissen das. Die Deutschen sind verblendet und folgen dem Dilemma auf die Schlachtbank. Deine Gruppe ist klein, isoliert. Ihr braucht eine Verbindung mit der Sowjetunion. Das einzige wirklich eindeutig antifaschistische Land, das in Europa angreifen könnte. Naja, theoretisch waren England, Frankreich, ich sag mal so ein paar weitere andere Staaten auch antifaschistisch eingestellt.
Aber vor allem England hat damals mit der Appeasement-Politik versucht, Hitler zu beschwichtigen, um halt keinen Krieg zu riskieren. Ich bin nicht sicher. Ja, hier, sagt Hannah und reicht mal zu meiner Adresse. Wenn du wieder in Berlin bist, geh zu dieser Adresse, die Leute von dir helfen, Kontakt zu den sowjetischen Genossen aufzunehmen. Wir müssen jetzt gehen, sagt er. Es gibt da noch jemanden. Wie meinst du, fragt Hannah. Diesen unerträglichen Bourgeois, George, Klerik. Aber wie spricht ihr? Du wirst sehen, sagt er. Wir werden ihn nicht treffen. Hör bitte nicht auf George, sagt man. Er ist ein Bourgeois und ein Spinner. George glaubt, dass es reicht, in euren Pariser Bars herumzusitzen, um die Welt zu verbessern. Hannah, es reicht, sagt er. Und geht zur Tür. Gehen wir, Patrick. Auf Wiedersehen, Genosse Patrick. Sagt Richard, es war schön, dich kennenzulernen. Und Hannah ist recht. Hör nicht auf George. Hier mit Claire über die Boulevards, die noch voller Menschen sind. Es wird dunkel und ich sehe immer mehr Menschen, die in Anklagen und Smoking gewöhnt auf dem Weg ins Theater sind. Wir betreten alle eine elegante Bar neben einem riesigen Hotel. Die Mahagoni-Theke ist die längste, die ich je gesehen habe. Da drüben, sagt Claire. Claire führt mich zu einem jungen Mann, der am Ende der ungewöhnlich langen Bar sitzt. Er hat eine Flasche vor sich und nimmt einen großen Schluck aus einem kleinen Glas, bevor er uns bemerkt. George, hello, sagt Claire. Das ist der Besuch aus Deutschland, von dem ich dir erzählt habe. Prost, sagt der Mann und nimmt sein Glas in eine Richtung, bevor er ihm das in einen Zug leert. Bienvenue à Paris. Hallo. Mein Name ist und ich bin der Schriftsteller für die Stimme der Freiheit in der Stadt der Liebe, sagt George. Wir sollten die ernsthaften Themen schnell abhaken, damit wir über die schönen Seiten des Lebens reden können. Nicht wahr? Wie heißt der? Okay. George stellt auf mich. Mein Name ist Patrick Herzog. Psst, sagt George und schaut nach links und nach rechts. Keine Nachnamen. Diese Stadt ist offiziell noch eine freie Stadt, aber die verdammte Gestapo hat überall Agenten. Also Patrick, hör gut zu. Weißt du was über Spanien? Es gibt den Kellner in Zeichen. Politische Unruhen immer noch eine Demokratie? Ja, ich passe zusammen, du weißt gar nichts, was du aber wissen musst. Es wird einen Bürgerkrieg in Spanien geben, bald. Die Faschisten werden versuchen, die Macht zu übernehmen, aber andere Fraktionen werden das verhindern. Der Kellner stellt zwei Gläser auf die Theke und zu mich eins für Claire. Ich verstehe. Ich habe meine Quellen. Ich verdiene mein Geld mit Schreiben und kenne mich in solchen Dingen aus. Übrigens arbeite ich auch mit den britischen Geheimdiensten zusammen. Etwas, das ich dir auch empfehlen würde. Klatsch füllt unsere Gläser. Warum sollten die Briten daran interessiert sein, mit mir zu reden? Du kannst mir vertrauen, das werden sie. Du musst verstehen, was Spanien verfolgt wird, ist im Nationalen Bürgerkrieg. Spanien wird die Generalprobe vom großen Krieg sein, auf den alle warten. Prost, hebt sein Glas hoch und wir tun es ihm auf. Welchen großen Krieg? Hast du Hitler mal zugehört? Fragt George. Der Mann spricht seit 1923 öffentlich über seine Kriegspläne. Seit 1923. Er hat sogar ein verdammtes Buch darüber geschrieben, verdammt nochmal. Da ist es dran. George fährt fort. Alles, was er tut, folgt einem Plan. Deutschland kriegstüchtig machen, das Volk für sich gewinnen, ein Land aufrichten. Die Feinde schwächen. Die Frage ist nicht, ob Hitler einen Krieg anfängt, sondern wann und gegen wen zuerst. Mal schauen, was er das sagt. Und wen wird Hitler zuerst anfangen? Das weiß ich nicht, aber was ich weiß, ohne das verdammte Vereinigte Königreich geht gar nichts. Es ist ein Sieg über dieses kleine verrückte Königstreiber kann nur über diesen Frieden laufen. Warum sind die Briten so wichtig, um Hitler aufzuhalten? Damit haben wir heute ermitteln wollen, dass es ohne die Sowjetunion geht. Du hast wohl mit Hannah und Richard gesprochen. Hör nicht auf die beiden. Sie fallen auf alle Lügen der NKDW und alle Genossen Stalin rein. Obwohl sie es langsam besser wissen sollten. Er füllt sein Glas wieder auf. Die Flasche ist leer, also winkt er dem Kellner, der sofort einen neuen Tee gestellt. Was meinst du damit? Also, ich bin Sozialist, ich soll die Sowjetunion lieben. Das aber der Paradies. Aber das tue ich nicht. Ich lebe immer noch lieber im Kapitalismus in Frankreich als im Stalin in Russland. Ich habe so viele Geschichten von Leuten gehört, denen ich vertraue, sagt George. Das ist sowieso die Erinnerung. Was Stalin seinen Vorgang tut, ist pure Terror. Hanna und Richard wollen es nicht wahrhaben, weil Stalin ist seinem Erzfeind Hitler gar nicht so unmöglich. Sie teilen sogar die Liebe zu lächerlichen Werden. George lächelt. Claire ist bei sich laut. Also, was ist dein Vorschlag? Hitler wird versuchen, die Briten auf seine Seite zu bringen. Hättest du sein Buch gelesen, wäre es dir klar, dass er die Briten die natürlichen Verbündeten der Deutschen liebt.
Sollte es ihm gelingen, sie zu seinem Verbündeten zu machen, wisst ihr, ich denke, es wird ich sagt euch. Wenn die Briten zu seinem Verbündeten Wenn es ihm gelingt, die Briten zu seinen Verbündeten zu machen, wird er einen Krieg gewinnen. Wenn er scheidet, wird er den Krieg verlieren, sage ich. Ich mag deinen Freund Blair. Ganz schön clever, sagt George. Genau, denn wer auch immer ein Verbündeter der Briten ist, ist auch ein Verbündeter der verdammten Amerikaner. Und ich habe das starke Gefühl, dass die Kolonien in diesem Krieg eine wichtige Rolle spielen werden. Hier erreicht man einen Dienst mit einer Adresse in Berlin. Sammle Beweise, die Briten überzeugen können. Ihr müsst ihr davon überzeugen, dass sich niemals unter keinen Umständen Hitler anschließen dürfen. Verstanden? Vielen Dank. Tu, was immer du für richtig hältst, aber tu, was ich dir gesagt habe, sagt George lächelnd. Nun, da wir alle unsere Pflichten erfüllt haben, sollten wir uns einen gemütlichen Teil des Abends übergeben. Gasso. Bei uns zum Teufel sind unsere Gläser leer. George ist ein großartiger Entertainer, der für den Rest des Abends keinen Bock mehr über die Politik dreht. Wir unterhalten uns den Rest des Abends und ich fühle mich an eine unmittelbare Zeit in Berlin erinnern. Es ist später, als ich im Modell ankomme, vom Fenster meines Zimmers kann ich den Rack mit meinem Eichentanz gehen. Mit dem lebhaften Paris, morgen muss ich nach Berlin zurückkehren und der Bürgermitteilung, was ich gefahren habe. Will ihn jemand bitte freuen? Ich kann nicht einschalten. Einschlafen. Die Eindrücke des Tages und die Erinnerung an das andere Berlin halten mich lange nach Mitternacht wach.